4, 3, 2, 1.
Dass nichts auf dieser Tour sowieso nicht läuft.
Und darum denken wir uns immer ein tolles Spielchen aus. Eins von diesen Spielchen wollen wir euch heute anleiten. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein gemischtes Doppel. Ein Junge und ein Mädchen. Und 40 Meter Tau und eine Handschelle und ein Knebel. Und dann bastelt ihr ein Paket. Das sieht ungefähr so aus. Den Rest überlassen wir auch auf das Video. Thank you.
Wir haben alles, was wir wollen. Wir sind intelligent.
Und ihr fragt euch, wie macht man das? Ganz einfach. Man kann es sich leisten als Popstar. Bin ich ein netter Mensch? Würdet ihr mich wählen als Bundeskanzler? Würdet ihr echt machen?
Aber scheiße, habe ich was falsch gemacht. Okay, und alle Garfields! Nicht ihr, ihr seid was anderes. Die Garfields sind da drin. Alle Garfields machen Miau! Nicht so wie tote Fische. Davon haben wir eine ganze Nordsee voll. Ich meine, wie lebende, gefährliche Raubkatzen. Die ungefähr so groß sind. Okay, eins, zwei, drei. Yeah! Wunderbar! Genau so war es damals in der Ennio Morricone. Ich richte mich so genau. Und jetzt ihr in der Mitte. Ihr. Ihr seid Schakale. Wisst ihr, was Schakale machen? Ganz falsch. Schakale machen. Das ist der Kauer sein.
Oh,
Daraus gekommen ist, lediglich ein harmloser Sommerschlag.
aber immerhin ist es ein Lied. Von uns für euch. Müsst ihr tanzen? Tja, dann tut es doch. Ihr wisst ja. Was Schönste, was Süße tun können. Yeah.
das Grauen in Form eines 250 Kilo schweren Menschen. Er trägt eine Brille und ist Chef im Deutschen Bundestag. Und er ist verheiratet mit einer Perle von Frau, die er aufs Innerste zurichtet. Wir reden von Hannelore. Das Schicksal hat es so gut mit ihr gemeint. Badische Winzerkönigin 1962 und 63. Und dann hat sie um ein paar die Nominierung zum Butterbrotgesicht 1964 verpasst. Die Tränen stand sie im Wahllokal und dort entdeckte sie ihr späterer Mann, der Gelegenheitsboxer und schlecht Englischsprecher Helmut The Ripper Kohl. Er verliebte sich in Faust umdrehen in das heute deutsche Elend der Westgeschichte.
Wir spielen unser letztes Lied. Thank you.
wird sich der eine oder andere dabei schon mal gefragt. Was ist eigentlich aus diesem kleinen Mädchen damals geworden? Die Antwort ist bitter. Nachdem sie diverse Hunde und ein Rudel Pferde durchgezogen hat, wurde Claudia von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schrift einkassiert. Und sie haben mir gezeigt, wo der Hammer hängt. Der Hammer hängt. Und Claudia hat gesagt, so ein echter Mann ist gar nicht mal so verkehrt. Und darum anlässlich der Fußball-Europameisterschaft heute Abend Claudia Teil. Das letzte Partie-Kapitel. Ein Lied zum Mitklatschen. Sind los! Yeah.
im Frühling als die Nacht. Die Mädchen.
Alle Menschen sagen ja. Okay. Es sind also einige hier. Stellt euch vor, ihr geht raus durch diese Tür. Und die Jungs, die an die Rücken stehen, die warten schon draußen auf euch. Packt euch, zieht euch in ihr Lieferwagen. Wenn du lieb bist, dann sagen sie Baby. Ich will morgens an zwei Jetzt und zwar hier in zwei Sofa. Ja! Seid ihr gerade bereit für eine echte Zweierbeziehung? Also habt ihr keine Lust. Und was hilft? Es ist eine 1 Meter lange Heckenschere, die ihr eure Handtasche tragt. Und jetzt zieht diese Heckenschere raus. Und dann singt ihr. Aber ich habe gestern eine Frauenbude angesehen, da liegen sogar Männer rein. Okay, die Jungs! Wo sind die Jungs? Jetzt mal unter uns. Hat das denn wirklich für Lieferwagen gereicht? Also ihr schließt euch jetzt in einer Stimmung Männer an. Wenn auch ihr wollt, bumsen! Bumsen! Oder nicht? Und zwar, es geht pausenlos, oder? Dann steht dieses Mädchen vor euch mit dieser 1 Meter langen Heckenschere.